interessieren. Bitte. Sie haben ja heute ein Bild gezeichnet, das auch mich in Mark und Bein erschüttert hat. Das ist das Bild dieser Mutter, dieser jungen Mutter, die am Meeresgrund in Lampedusa gefunden ist, eng umschlungen, vermeintlich ihr eigenes Kind. Auch das hat mich erschüttert. Und ich frage mich, wer es zu verantworten hat. Sie sagen, das ist meine Politik und die Politik, die ich zu vertreten habe, hätte es zu verantworten, dass diese junge Mutter, dieser jungen Mutter und ihrem Kind das Leben gestohlen worden ist. Diese junge Mutter hat sich auf Versprechungen einer europäischen Einladungspolitik von Christdemokraten und Sozialdemokraten in Person von Merkel und Macron verlassen, hat ihr gesamtes Hab und Gut, ihr Haus, ihre Familie, ihr Grundstück, ihr letztes Erspartes verkauft und kriminellen Schleppern, die durch diese Politik unterstützt werden, in den Rachen geworfen. Das Boot ist vor Lampedusa gesunken, weil die Helfershelfer dieser Schlepper, nämlich die NGOs, die indirekten Helfershelfer dieser Schlepper, auch nicht zur Stelle waren, auf die sich die Schlepper verlassen haben. Weil die Schlepper verlassen sich mit ihren Schlauchbooten, dass die Menschen auch gerettet werden, weil das ist seit 3 Jahren dieser Wirtschaftszweig. Dadurch wurde einer Mutter und ihr Kind ihre Zukunft geraubt, weil sie sich auf eine falsch verstandene Einladungspolitik und falsche Signale aus Europa verlassen haben. Denn in Australien passiert das nicht. Die haben abgeregelt und seitdem will ja keiner mehr nach Australien. Weil sie sich auf die Schlepper verlassen hat, dessen ganzes finanzielles Vermögen sie in den Rachen geworfen hat. Weil sie sich auf europäische Sozialdemokraten und Christdemokraten verlassen hat, die in ihrer grenzenlosen Toleranz, weil sie offenbar in der Geschichte noch etwas aufzurechnen haben und sich ein humanitäreres Antlitz geben müssen in Europa, eine falsche Toleranz und eine falsche Einladungspolitik machen und die NGOs, die sie dann schlussendlich nicht gerettet haben. Wenn diese Einladungspolitik nicht da wäre, wenn nicht die falschen Signale ständig aus Europa gesendet wären, von NGOs, von solchen politischen Parteien, die sie vertreten, hätte sich diese Mutter mit ihrem Kind niemals auf den Weg gemacht. Und das ist die Tatsache. Eine ganz schiere Rollenumkehr, lieber Herr Groß.